Hallo und yo, guten Tag. So, warte mal, ist der Bildschirm Sprachausgabe deaktiviert. super. Sprachausgabe aktiviert. Bildschirm Sehr vorhanden gut. deaktiviert. Jetzt ist der Bildschirm an. Sehr gut, sehr gut. Okay, perfekt. Wir müssen heute mal über eine bestimmte Sache reden. Und zwar geht es um Hass im und außerhalb des Internets. In diesem Fall am Beispiel Drachenlord. Ich hatte ihn schon mal thematisiert in ein, zwei Videos, und ich verfolge diese Story einfach. Und es gibt eine echt gute Dokumentation von dem Kanal Der Einzige mit CH geschrieben, wo er wirklich alles neutral, danke übrigens dafür, das ist nämlich wirklich mal selten, dass jemand das neutral kommentiert, was da eben alles so passiert ist. Wir sind bei der letzten Folge, das war die Folge, ich glaube 84, die mit dem Titel Kevin Wolter, aber um den geht's noch gar nicht. Und zwar, wir steigen so in der Mitte mal ein. Verzeiht, wenn ich jetzt, ich kann keine Videos schneiden und so, deswegen machen wir das alles sehr Auswahl. semi-professionell. Bildschirmaufnahme. Helligkeit. 51%. Achso, Einstellbar. warte mal, ich mache das mal hier. 91%. 100%. So. Die Geschichte des Drachenlords. Weiter. Ist die Die Geschichte des Folge Drachenlords, Episode 88. Kevin Wolter. 88 ist, ne? Ja, ich und Zahlen, das ist eine Katastrophe. Und wir gucken uns mal diese Szene hier an. Ich sage natürlich was gleich dazu, aber ich spiele die erstmal ab und lasse die erstmal auf euch wirken. Bitte sehr. Du Drecksau! Gestörte Schanze! Die Scheiße wird brennen, Drecksau! Hurensohn! Ja, das, was da am Ende geknallt hat, war ein Böller. Jetzt verratet mir bitte mal, warum man, ist es mal egal, ob das Rainer ist oder wer anders, warum schmeißt man bei jemandem, den man nicht leiden kann, einen Böller aufs Grundstück? Gut, vermutlich, also ich jetzt nicht. Ich kenne Leute, die das als kleine Jungs mal gemacht haben und einen Briefkasten zerdeppert haben. Ja, okay, aber ganz im Ernst. Und da ist für mich eine rote Linie überschritten. Definitiv. Die ist bei mir im Prinzip schon vorher überschritten. Ich verstehe ohnehin nicht. Ja, er hat seine Adresse damals angegeben. Aber warum? Ganz im Ernst, was habt ihr davon, da hinzufahren? Ja gut, ich weiß, was ihr davon habt. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Rainer ist natürlich jemand, der dann rauskommt und sich schön provozieren lässt. Ja. Aber ist das nicht im Prinzip, wie damals in der Schule auch, wo uns eigentlich immer gesagt wurde, Leute, wenn wir gemobbt worden sind, Leute, gehen nicht drauf ein. Rainer hat das nicht verstanden. Das wissen wir alle. Aber ganz im Ernst, was habt ihr davon? Es macht überhaupt keinen Sinn. Was ist der Nutzen? Ich verstehe es nicht. Und wo ich ganz ehrlich, und auch hier zum Beispiel Leute wie Ofenkäse und so weiter, ne, davon würde er sich vielleicht noch distanzieren, aber er distanziert sich nicht von dem Hate. Und ich gucke ihn tatsächlich echt nur, weil er die aktuellen Infos hat. Ich habe kein TikTok. Und beziehungsweise ich habe tatsächlich TikTok, aber ich kann damit nicht gut umgehen, ehrlich gesagt, mit Voice-Over. Das ist scheiße zu bedienen. Ja, genau. Und deswegen habe ich eigentlich auch was hier gegen diese ganzen Leute wie Ofenkäse, Niemann, bla bla bla. Ihr seid doch eigentlich nicht viel besser. Was macht ihr besser? Ihr fördert den ganzen Scheiß eigentlich noch. Aber das habe ich schon in anderen Videos gesagt. Lass mal weitergucken. Am 14. November filmte Rainer wieder auf Snapchat, wie er Hater auf der Straße und vor dem Tor anschrie. Zusätzlich gab er sich erfreut darüber, dass die Polizei nun begonnen hatte, verstärkt Präsenz zu zeigen. Ey, dieser Moment, wenn die Hater an deinem Haus vorbeifahren, rumhupen wie die Irren und die Polizei hinterherfährt. Ey, ganz ehrlich, die Hater bringen in der letzten Zeit wirklich die dümmsten Dinge, ey. Gestern die Aktion, wo sie sich mit der Polizei angelegt haben, wo dann einer von denen eingepackt wurde, eingetütet wurde und mitgenommen wurde. Heute die Aktion, wo sie hier durchfahren, rumhupen wie die Verrückten, mit drei Autos durchfahren und die Polizei hinterherfährt und die erwischt.
Doch schon am Abend tauchten die Hater, von denen einer laut Rainer von der Polizei mitgenommen worden war, erneut vor dem Tor auf. Am 15. November stand ein Hater bei Rainer vor dem Tor, ohne auch nur ein Wort zu sagen. Rainer behauptete, der Hater hätte ein Nazi-Zeichen an sein Haus gemalt und konfrontierte ihn mit den üblichen Beleidigungen und Drohungen. Ja, und das ist halt überhaupt nicht geschickt von Rainer. Da müssen wir auch nicht drüber reden. Nur ich finde die Hater ehrlich gesagt noch dümmer als ihn, weil, nochmal, was habt ihr davon? Einer, der war mal, das könnt ihr in der Folge ein bisschen vorher sehen, dieser angebliche Jogger, der sich dadurch gestört gefühlt hat, dass seine Alarmanlage losging. Der auch. Und dann kam noch ein Hater, der mit ihm vernünftig mal reden wollte. Und das geht, ja, das kriegt Rainer auch gar nicht mehr differenziert. Das ist aber auch schwierig, muss ich dazu zugeben. Wer da jetzt eigentlich Friend or Foe ist. Also, aber das würde ich, glaube ich, auch nicht mehr auseinanderdividiert kriegen, so langsam. Aber ja, klar, wenn Rainer natürlich immer so drauf anspringt. Ich möchte allerdings nicht garantieren, dass ich da nicht irgendwann auch mal die Nerven verlieren würde. Wobei, ich muss eigentlich sagen, ich habe auch viel mit Mobbing zu tun gehabt in der Schulzeit. Und also richtig eskaliert bin ich wirklich selten. Also eigentlich gar nicht. Höchstens ein, zwei Mal. Also, aber es hat mich übelst genervt. Es hat mich übelst genervt und es hat mich übelst gestresst. Und genau. Hallo. Hier, schaut euch mal den Hurensohn an. So schauen Hurensöhne aus, die an fremde Häuser Nazi-Zeichen machen. Filmen, lachen über ihre eigene Dummheit. Das eigene Leben ist so erbärmlich wenig wert, dass sie Fresse aufreißen. Ach, und der Typ hat sogar ein Pfeilchen, wenn man mal genau hinschaut. Wer hat denn der aufs Maul gehauen? Dem würde ich gerne ein paar Blumen schicken. Der hat nämlich das Richtige gemacht, du Assi. Selbst. Ja, das ist halt wieder typisch Rainer. Aber. Und Rainers Falschbehauptungen machen die Sache natürlich auch nicht besser. Aber ich glaube, die Message, die ich gehabt hatte, ist klar. Warte mal, wir gucken trotzdem noch mal ein bisschen weiter. Weil da kam noch irgendwo eine Szene, wo ich auch dachte so, what the fuck? Sich der Hater dann stillschweigend auf den Weg machte, schrie Rainer ihm noch lange hinterher und beschwerte sich anschließend ausgiebig auf Snapchat. Wie weit läufst du denn diesmal? Wenn du noch ein bisschen rumtust, haben meine Freunde SMS von mir gegeben oder WhatsApp und dann kommen sie rauf. Und dann rennst du nochmal rauf und runter. Weil ich verspreche dir, du Fotze. Dann hast du nämlich einen gebrochenen Kiefer und gebrochene Beine mit deiner Zukunft. Das ist ehrlich. Sind aber keine Sachen, wie du auf jeden Fall abläufst. Die Leute im Internet werden dich zerflicken! Außerdem ein schönes Experiment, wo man wirklich sieht, dass er echt jeden, absolut jeden anschreit, der hat nun wirklich nichts gemacht. Also wie gesagt, ich sag gar nicht, dass Rainer nicht daran schuld ist, aber was ich trotzdem, ihr habt die Feuerwehrszene gesehen. Was zum Kuckuck? Er schreit noch immer rum. Ja, das ist ganz schön. Der schreit wie bekloppt rum. So, solche kleinen Hurensöhne, ne, sind nicht einmal am Sonntag in der Lage, ihr eigenes Leben zu führen. Nein, stattdessen stehen sie lieber vor meiner Haustür. Stopp, da muss ich Rainer jetzt tatsächlich mal ausnahmsweise recht geben. Ihr habt irgendwie kein Leben. Kann das sein? Ihr stellt euch lieber vor irgendwelche Haustüren und baut Scheiße. Beachtlich. Ganz ehrlich, ne? Ich will rausfinden, wer ihr alles seid. Und da gibt's mal so auf die Fresse, dass ihr nicht mehr lachen könnt. Irgendwann stehen meine Kumpels da. Dann bin ich langsam mit der Schnauze voll. Der einzige Grund, warum bei mir nie jemand da ist, wenn ihr Hurensohne auftaucht und warum wir euch nie zusammen auf die Fresse hauen, ist, weil wir besser sind als ihr. Und weil ich das nicht nötig habe. Aber vielleicht soll ich mal zeigen, wie viele Kumpels ich wirklich habe. Dann wird es mir richtig dumm ausgehen. Oh, ich glaube, das liegt eher daran, Rainer, weil sich leider keiner mehr mit dir abgibt. Was du dir irgendwie auch selber zuzuschreiben hast.
Außerdem habe ich da neulich was gehört, dass deine Freunde, wie du sie nennst, dann doch eher aus dem rechten Bereich kommen. Was ich etwas krass finde, weil ich dich jetzt nicht unbedingt als Rechtsradikal eingestuft hätte, trotz diverser Aussagen. Ja, ich weiß schon, aber wie ein Rechtsradikaler kommst du nicht rüber. Ich glaube eher, dass das dummes Blabla von dir ist, ehrlich gesagt. Aber trotzdem bist du da so in komische Freundeskreise reingerutscht, steckenweise. Aber anscheinend, ich glaube, dass selbst die mit dir nichts mehr zu tun haben wollen. Das heißt leider, aber leider insofern, dass du wirklich mal Freunde gebrauchen könntest. Aber ob es nun die sein müssen, das weiß ich auch nicht. Schauen, ob ihr da noch drüber lachen könnt, ihr Hurensöhne. Immer jetzt Maul aufreißen, aber keine Eier in der Hose. Auch nachts filmte Rainer wieder Haterbesuche für Snapchat. Ja, es ist immer wieder der typische Kindergarten von Idioten, die mal wieder die Fresse aufreißen. Ich meine, seit 7 Jahren kommen die Leute hierher, reißen das Maul auf. Wir sind so viel besser als du. Wo ist euer Haus? Wo ist euer Grundstück? Wo ist euer eigenes Zeug? Am 16. Vorsicht, Rainer. Dein Haus damals, das sind ja Aufnahmen aus 2020, meine ich. Das hast du geerbt. Und ja, mittlerweile verloren. Was ich übrigens an deiner Stelle nicht gemacht hätte, aber dir war Geld wichtiger als alles andere. Abgesehen davon, dass du dieses Haus überhaupt nicht in Stand gehalten hast. Klammer auf, ich bin in sowas auch kein Profi und schieb dann eher alles gerne auf morgen. Klammer zu, gebe ich ganz offen zu, also, aber trotzdem, wenn es bei mir so ausgesehen hätte wie bei dir, ach du Scheiße, Dicker, da hätte ich dann auch mal mir irgendwie Hilfe geholt, also, Dicker, was? November berichtete Rainer im Dragon Monday, dass er am Wochenende wegen der Hater keine Ruhe gehabt hatte und kündigte an, mehr zu streamen. Am 17. November... Das glaube ich ihm tatsächlich, dass er keine Ruhe gehabt hat. Und das ist echt auch so der Punkt. Schaut euch mal die ersten Folgen von der Einzige an. Und dann werdet ihr feststellen, dass er damals noch echt einigermaßen Content gebracht hat und auch damals echt ein bisschen gefestigter tatsächlich für seine Verhältnisse und ruhiger war, als er das heute ist. Heute hat er ja, das ist mir auch bescheinigt worden, echt Paranoia. Kann schon sein, dass er die damals auch hatte, aber die Hater haben es jetzt nicht gerade besser gemacht. Und da frage ich euch nochmal, ist es das wert, nur weil ein Mensch fragwürdige Dinge jetzt gemacht hat, sag ich mal, aber ist es das wert, ihn deswegen zu zerstören? Euer Ernst? Und ich sag euch noch was, das ist ja so einer von Rainers Lieblingssätzen, aber eigentlich hat er gar nicht so Unrecht. Wenn's euch nicht passt, dann guck's nicht. Soll nicht heißen, dass es, wie gesagt, unbedingt toll ist, was Rainer macht. Und ich würde ihm vielleicht immerhin einen Dislike geben, wenn er noch YouTube hätte. Aber, pass auf, ich habe das beste Beispiel. Keiner mag, stimmt ja leider nicht, aber trotzdem, die meisten mögen die AfD nicht. So, was mache ich, wenn ich die AfD nicht mache und sie trotzdem mit Steuergeldern bezahlen muss? Ich wähle sie nicht. Richtig, genau. Und genauso ist es doch mit YouTubern. Leider, wie gesagt, leider muss ich Ofenkäse gucken, weil das leider die echt beste Quelle ist, für was da gerade abgeht. Aber eigentlich finde ich ihn, Entschuldigung, echt scheiße, weil er das Ganze, wie gesagt, nur noch fördert. Spielte er im Stream World of Warcraft, wurde allerdings im Spiel von Hatern getrollt. Daraufhin kündigte... Okay, das kann man tatsächlich machen. Das ist ein Game. Da muss ich sagen, okay, das könnt ihr machen. Das ist ein Game, da könnt ihr ein bisschen auf die Palme treiben. Oder wie damals bei, was war das? Mario Kart, ne? wo er übelst abgelost hat, weil er zu dumm zum Fahren war. Okay. Das könnt ihr machen. Das ist okay. Oder von mir aus, ihr müsst ihn aber nicht dauerbeleidigen und irgendwie im Chat ein bisschen auf die Palme treiben. Ja, von mir aus. Aber auch da, jemand hatte ihm ja zum Beispiel nach seinem 30. Geburtstag eine echt krasse E-Mail geschrieben, so nach dem Motto, bring dich um, bla bla bla. Was soll das denn, ey? Ganz im Ernst. Wieso schreibt, also, ja, Rainer hat ähnliche Aussagen in Richtung der Hater getätigt.
Aber erstmal Hand aufs Herz. Muss man deswegen sie auf dieselbe. Ihr steht doch auf derselben Stufe, beziehungsweise eigentlich noch darunter. An jede Menge Artikel auf seine Amazon-Wunschliste zu packen, angeblich um damit die Hater zu ärgern. Das finde ich tatsächlich sehr lustig von Rainer. Das ist mal eine richtig coole Gegenaktion. Ja, auch wenn seine Battle-Liste ja echt ein bisschen arm ist, sag ich mal, aber die ein bisschen reich an Garden zu machen, das ist witzig, ja. Hallo. Auf Snapchat drohte er Gewalt gegenüber den Hatern an. Ja, und da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich eben gesagt habe. Das ist wieder so eine Sache von Rainer, die muss nicht sein, aber trotzdem, wieso, ja, stellt ihr euch auf dieselbe Stufe? Ihr seid doch überhaupt nicht besser als er. Wie gesagt, eher noch darunter. Wenn das Muster so bleibt, wie es ist, werde ich den demnächst mal ein bisschen auflauern. Mit ein paar Leuten. Mitten im Wald haben die gegen mich keine Chance. Ja, ja. Früher oder später werde ich euch mal mit ein, zwei Leuten auflauern und euch mal ordentlich durch die Mangel drehen. Dann werden wir mal sehen, ob ihr noch drüber lachen könnt. Weil es ist immer dasselbe Scheiß. Ihr reißt immer so lange das Maul auf, bis euch mal irgendeiner das Maul stopft. Am 18. November setzte sich der Held. Stopp! Da hat er insofern recht. Ich meine, das musste ja irgendwann passieren. Er hat ja schon mal ein paar Leute angegriffen. Da muss ich ihm jetzt insofern recht geben. Ich glaube, irgendwann platzt jedem der Kragen, der gestalkt wird. Ich hatte es Gott sei Dank nie so krass, deswegen kann ich da nicht wirklich mitreden. Aber ich glaube tatsächlich, ja, irgendwann ist bei jedem der Moment, wo du dann es dir einfach scheißegal ist. Und von daher muss ich da Rainer jetzt mal ein bisschen in Schutz nehmen. Assi mit Herz einfach mit einem Campingstuhl an den Straßenrand vor Rainers Tor. Rainer führt. Ja, trotzdem unnötige Aktion, auch wenn du nichts gemacht hast, aber da du kein Fan bist, sondern ein Hater, können wir mal davon ausgehen, denke ich. Und ich spoiler schon mal, die Polizei hat ihm dann den Platzverweis erteilt. Auch das ist vollkommen richtig. Sich dadurch allerdings gestört, konfrontierte den Hater und filmte die Interaktion für Snapchat. Vor so jemandem kann man keinen Respekt haben. Jetzt geh und stirb in der Hölle. Bullen sind angerufen, Angst vor einem Fettsack wie dir. Junge, dir dreh ich in die Eier noch, bevor du aufstehen kannst. Ja, ja, ich sag zu dir, Fettsack, weil ich noch fetter bin und als du und trotzdem fitter. Und jetzt verpiss dich, du Hurensohn. So. Ja, ich bin jetzt wieder zu Hause, also ich bin jetzt wieder drin, weil der Lappen, ganz ehrlich, steht vor meiner Haustür, meiner kann hier einen Dicken markieren. Es gibt hier schon einen Dicken. Für zwei ist hier kein Platz. Der Typ sitzt jetzt vor meiner Haustür in einem Sessel, der mich wundert, dass er sein Gewicht überhaupt trägt. Schließlich tauchte die Polizei auf und der Hater ging mit einem Platzverweis nach Hause. Am 19. November hatte Rainer dann seine Ankündigung in die Tat umgesetzt und Artikel im Wert von über 6.000 Euro auf seine Amazon-Wunschliste gepackt. Ja, der ist gut. Darunter waren etwa 140 Liter Wandfarbe und jede Menge Schokolade. Ich möchte nur echt nicht wissen, was passiert wäre, wenn dir wirklich jemand 140 Liter Wandfarbe bestellt hätte. Wo willst du die denn unterbringen, bitte? Also Schokolade, okay, Dicker, aber selbst das hast du irgendwann im Überfluss. Am 20. November trug er im Frühstücksstream ein Lacoste-Poloshirt, welches er als Fangeschenk bezeichnete, und verschlang ein Spiegelei. Abends prahlte er in einer Snapchat-Aufnahme gegenüber Hatern vor dem Tor mit seinem Lacoste-Shirt. Das ist Chrome für dein Phone. Ja, ja. Überspringbare Anzeige 0 von 2. 15 Sekunden. Die Werbung kann jetzt über. Werbung überspringen. Oh nein, Anzeige. Werbung überspringen. Werbung überspringen. Junge, ich. Video hier. Überschrift. Nur mal so als Info, ne? Junge, ja, Junge, was du hast. Junge, gefakte Sachen vielleicht, Junge. Gefakte Sachen vielleicht. Gefaked? Ja, Junge, du bist gefaked von oben bis unten, deswegen stehst du hier. Du willst dich nur irgendwo profilieren, deswegen bist du hier, das ist der einzige Grund. Und lach ruhig darüber, Alter, das ist ein echtes Lacoste, du Hurensohn. Aber dafür hast du kein Hirn im Schädel, ne? Am 21. Also wo ich Rainer wieder mal recht geben muss, ist, dass diese Typen wirklich gefaked sind, sonst würden sie so einen Scheiß nicht machen. Rainer, ob das jetzt so schlau war, mit deinem Lacoste-Shirt anzugeben, dass, wage ich zu bezweifeln. Weil, ja, gut, es ist eine ordentliche Marke, aber. Ich sag mir, Lacoste-Shirt. Ja, cool, Dicker, du bist King.
Fast. Am 6. November beschwerte er sich im Stream wieder einmal über die Polizei. Wenn man bei den Bullen anruft und die Bullen einem sagen, wie man sich zu benehmen hat, selber aber absolut keinerlei Benehmen an den Tag legen, wie zum Beispiel ihre Arbeit zu machen, wofür sie bezahlt werden. So oft wie du da anrufst, ja, aber wenn du mal auch die Polizei hören würdest und zum Beispiel gar nicht erst rausgehen würdest, wenn du die einfach ignorieren würdest, dann wären die gar nicht dauernd bei dir. Das muss ich dann tatsächlich auch wieder sagen, ja. Aber soll jetzt trotzdem nicht die Hater in Schutz nehmen. Nein, ihr seid trotzdem Assis. Am 20. November behauptete Rainer auf Snapchat, dass Hater gerade eine weitere Fensterscheibe bei ihm eingeworfen hatten. Ja, hast du mal reparieren solltest. Nach 7 Jahren fällt euch nichts Besseres ein, als mitten in der Nacht hierher zu kommen, das Dorf zusammenzuschreien, meine Fensterscheibe einzuwerfen. Wow, ihr seid ganz harte Jungs, oder? Ja, in der Tat. Also ob sie das Dorf zusammengeschrien haben, das, ja gut, kann ich mir irgendwie auch wieder vorstellen. Aber wieder so ein Punkt. Euer Ernst? Das ist Sachbeschädigung, ist euch schon klar, ne? Boah, mein Gott. Ganz ehrlich, ey. Was seid ihr für kleine Kinder? Small auf Reisen, aber nichts dahinter, nichts im Hören, nichts daneben. Tatsächlich. Oh, und ihr seid hier aus der Gegend? Keine Sorge. Ich werde euch jagen, ich werde euch finden. Und dann bringe ich euch zur Strecke, wie die Tiere, die ihr seid. Ja, es war wieder eine Scheibe. War zum Glück nicht einmal eine, die kaputt war, sondern war nur eine, die bereits schon. War nicht mal eine, die noch ganz war, meine ich. War schon eine, die kaputt war. Also, wow. Den täglichen Stream beendete Rainer mit dem Vermerk, dass er sich noch um den Dragon Monday kümmern müsse, bevor er endlich Zeit für World of Warcraft hatte. Ich glaube, da können wir es erstmal beenden. Das wiederholt sich eigentlich. Also, Zusammenfassung. Und ich glaube nicht, dass Rainer das einzige Beispiel dafür ist. Das ist nur gerade das prominenteste Beispiel. Das ist mir eigentlich, ist eigentlich egal, wer Hate abkriegt. Es sind immer dieselben Muster. Die werden zwar nicht unbedingt gestalkt, weil sie ihre Adresse halt nicht leaken, logischerweise. Und Rainer zu finden ist jetzt mittlerweile auch schwieriger. Schwieriger geworden. Aber es ist immer dasselbe und man fragt sich wirklich, was soll der Scheiß? Und ich finde, es braucht einfach mal jetzt jemanden, der das mal wirklich gesagt hat und nicht hier diese ganzen Deppen wie Ofenkäse und Nimon und bla bla bla, wie sie alle heißen. Keine Ahnung, wer da noch so ein Game ist. Ach genau, Kevin Wolter, da können wir auch noch kurz ein Wort drüber verlieren, das kommt später, aber das dauert jetzt nicht zu lange. Kevin Wolter hatte dann diese Reportage über Drachenlord gemacht und ist dafür dann übelst angefeindet worden, weil er sich auf der einen Seite nicht vernünftig informiert hatte, aber das ist mir am Anfang auch passiert, bis ich so richtig da ein bisschen durchgestiegen bin. Und jetzt kommt's, er wollte dann auch sogar zwischen Drachenlord und den Hatern vermitteln, was ich eigentlich sehr cool finde eigentlich. Was halt mit Drachenlord durch sein Verhalten etwas schwierig ist, aber das sei mal dahingestellt. Was haben die Hater gemacht? Sie haben an die Sponsoren von Kevin Wolter geschrieben und irgendwelche Unstimmigkeiten ihm versucht nachzusagen. Irgendwas mit der Bundeswehr, was weiß ich, leck. Ich glaube, gebracht hat es letztendlich hoffentlich nichts. Da weiß ich jetzt nicht viel drüber. Aber nochmal, habt ihr so viel Langeweile? Ist das euer Ernst? Jemanden, der da eigentlich überhaupt nicht beteiligt ist an der ganzen Geschichte, außer halt durch eine Reportage, diskreditieren zu wollen? Und das zeigt eigentlich die wahre Gesinnung der Hater. Das ist nichts außer ein Haufen Deppen, die wahrscheinlich auch noch die AfD wählen. Ja, Glückwunsch. Da habt ihr ja mal ein tolles Leben. Ja, doch. Und noch was, bevor ihr jetzt anfangen möchtet, mich zu haten, könnt ihr machen, aber ich werde nicht drauf eingehen. Also könnt ihr euch das schon mal sparen. Und nein, ich habe keine Sponsoren, die ihr anschreiben könnt. Dafür ist mein Kanal viel zu klein. Von daher könnt ihr auch da nichts reißen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Und hoffe, ihr Bildschirmaufnahme, Video minimieren, Taste. Video minimieren, Taste. Bildschirmaufnahme läuft. 17:07 Uhr, Taste. Ja, halte Klappe. Ciao.